Also, hallo erstmal. Ich bin Lea und die Hübschen neben mir sind Melli und Lou. Genau, und unser Projekt heißt Your Museum. Wer von euch mag Museen eigentlich? Hände hoch. Okay, ah, ich sehe viele Hände, sehr gut. Magst du? Ja. Ich mag auch Museen. Genau, zu viel zu Museen. Unser Thema war Bildung, Kunst und Kultur. Und das Erste, was mir einfällt bei denen, ist Museen. Weil in Museen kann man wirklich alles lernen. Und es gibt ja ein Museum für alles. Genau. Wir hatten die Idee, eine Website zu programmieren, mit der du Museen nach deinem Geschmack findest und noch sogar Info dazu findest. Genau, unsere ursprüngliche Idee war, mit Flutter zu arbeiten und so einen Quiz zu machen. Und je nach deinen Interessen oder deine Antworten werden Museen angezeigt und halt alle Infos dazu. Unser Ziel war halt, Leute ein bisschen mehr für Museen zu begeistern. Weil ich glaube, wenn die meisten an Museen denken, dann ist das so... Ja, alte Kunst, cool. Aber ich meine, es gibt Museen für wirklich alles. Und ich meine alles. Ich war letztens in Köln, da gab es ein Senfmuseum. Also es gibt wirklich alles. Deswegen Leute für Kunst begeistern, immer ganz cool. Und für Museen. Was haben wir dafür benutzt? Wir haben Wikidata benutzt, um alle Informationen zu recherchieren. Danke nochmal an Edgar, der hat uns so einen Talk gegeben über Wikidata und ich habe noch nie damit gearbeitet und jetzt weiß ich einigermaßen, wie es geht. Wir haben natürlich HTML benutzt, um die Website zu programmieren und Flutter, aber das hat nicht so gut geklappt, da kommen wir auch gleich zu dem. Genau. Kommen wir zum Prozess. Also als Erstes haben wir Brainstorming betrieben, unser Gehirn angestrengt. Dann haben wir einen Quiz erstellt, Museen rausgesucht, Informationen gesucht. Danach mussten wir irgendwie Wikidata verstehen. Dafür danke nochmal an Edgar. Und dann haben wir es mit Flutter versucht und dann aufgegeben. Und dann haben wir mit HTML eine Website erstellt. Genau, jetzt sind hier einfach ein paar Bilder von das ganze Prozess. Dieses große Bild da ist das Wikidata Query Service. Wikidata ist ganz komisch, weil für jeden Gegenstand oder Sachen gibt es so eine Art Code, würde ich sagen. Und es ist Q und dann so eine Zahl. Genau, da sieht man auch den ganz coolen Jugendtech-Logo, die Mate. Da ist eine Tabelle mit den ganzen Museen. Daneben sind wir, wo wir ganz fleißig arbeiten. Unter diesem Bild ist München, so eine Map von München und Museen, die sich da befinden. Und genau, hier links ist, das hat Melli gemacht, mit HTML, glaube ich, um die Website zu programmieren. Da ist ursprünglich eine Flutter-App werden sollte, haben wir auch ein Icon erstellt. Das ist ein weißer Hintergrund mit einem Museum und einem Herz drauf. Es wurde dann aber verworfen, wegen Flutter. Okay, Website, yay. Also, oft schon erwähnt, eigentlich wollten wir Flutter machen. Das haben wir den ganzen Tag gestern beim Laptop versucht. Der hat das nicht akzeptiert. Da waren die ganze Zeit irgendwelche Fehler und als geklappt hat, konnte ich es nicht. Da hatten manche Mentis keine Zeit, habe ich jetzt noch rumgefragt. Das war alles sehr doof. Jedenfalls haben wir heute endlich mit der Website angefangen. Dafür haben wir dann HTML benutzt und CSS, um es, ich weiß nicht, ob man verschönern sagen kann, weil es nicht wirklich schön ist, aber um es zu verschönern. Oh mein Gott, Live-Demo. Okay, let's go. Jetzt machen wir die tolle Live-Demo. Okay. So, darf ich dich ein paar Fragen stellen? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Okay. Also, möchtest du ein Museum passend zu deinen Interessen finden? Ich muss. Okay, ab auf den Button. So. Okay.
Aus welchem Bundesland kommst du denn eigentlich? Ich komme aus Berlin, aber ich will mal Bayern, weil wir in Bayern sind. Wo ist Bayern? So, was sind denn deine Interessen so? Natursport, klassische Kunst. Moderne Kunst. Wow. Okay, okay. Wie viel Geld bist du bereit zu zahlen für deine Bildung? Ich mach mal 10 bis 20. Okay, jetzt empfehlen wir dir das Museum of Urban and Contemporary Art in München. Klick mal aufs Bild. Genau, genau, richtig. Und jetzt erklär uns bitte, wie überrascht und begeistert du bist. Oh, wow. Dankeschön. Muss ich da hingehen? Ja. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke an die Mentor nochmal und die Talks, die wir gehabt haben und für die Geduld, die alle hatten, weil wir drei können nicht programmieren. Und ja, Dankeschön. Das ist euer Applaus nochmal. Respekt, wie viel Frust ihr auf euch genommen habt und wie ehrlich ihr auch wart, was alles schiefgelaufen ist. Könnt ihr mir so ein bisschen einen Vergleich geben, wie viel Zeit habt ihr effektiv was gemacht, was funktioniert hat und wie viel Zeit habt ihr was gemacht, was ihr am Ende wieder verwerfen musstet? Boah. 50-50? Nicht mal. Ich glaube, wirklich, also das mit dem Flutter, das war richtig ein Problem. Ich glaube, da kann Melli mehr was dazu sagen. Also ich bin sehr stolz auf die beiden, die haben viel mehr gemacht als ich. Ich saß gestern den ganzen Tag frustriert vor meinem Laptop. Also das, ich habe echt heute erst angefangen. Also ich habe so ein paar Stündchen gearbeitet. Ja, genau. Wir haben halt, also, naja, ich habe mich mit Wikidata gestern beschäftigt und die beiden waren total frustriert, das mit dem Flutter, aber heute hat uns Nico geholfen und wir haben einfach eine einfache Website gemacht mit HTML und das hat besser geklappt. Wenn du heute gescheitert bist, scheiter besser beim nächsten Mal und beim übernächsten Mal klappt es vielleicht. Großer Applaus für euch. Danke für eure Präsentation, danke für euer Projekt.